Guten Tag, mein Name ist Christian Kassler. Ich bin Programmierer und habe das Programm geschrieben CAD/CAS blätterbare Kataloge bzw. auf Englisch dann CAD/CAS Flip Pages. Das Programm wollte ich euch heute kurz vorstellen. Und zwar könnt ihr zunächst einmal eine PDF-Datei in das Programm laden. Und da das Programm im Prinzip auf unserem PDF-Editor basiert, könnt ihr hier theoretisch auch noch Sachen nachbearbeiten, aber das ist eigentlich nicht die Hauptfunktionalität der ganzen Sache. Man kann auch hier noch im Prinzip Seiten löschen, wenn man das will. Oder man kann auch PDF-Dateien hinzufügen, andere PDF-Dateien hinzufügen, die dann eben zu irgendwie zu kombinieren halt. So, ich mache das jetzt mal. So, er fügt jetzt die Dateien hinzu. Gehe jetzt mal Ende der Seite und hast die, ist im Prinzip die andere PDF-Datei jetzt hier hinten angefügt. So, und jetzt kommen wir zu der Hauptfunktionalität und zwar den Blätterkatalogen erzeugen. Es gibt einmal diese, sag ich mal, einfachen Blätterkataloge, die im Prinzip ja ohne HTML5 auskommen, das heißt ganz normales, altmodisches HTML. Da werden einfach nur im Prinzip pro Seite wird ein Bild erzeugt, beziehungsweise zwei Bilder. Das kann ich euch mal zeigen. Hier kann man noch eine Breite pro Seite einstellen. Diesen Eckeneffekt, das heißt, wenn man über so eine Seite geht, dann wird halt eine dieselbe Seite halt nochmal angezeigt, bloß halt mit abgeknickter Ecke. Und ich kann hier auch sowas wie eine Diashow, sag ich mal, machen, indem ich die Seiten automatisch blättern lasse. Ich kann hier eine Übersicht über alle Seiten noch hinzufügen. Hier kann ich für diese Übersicht dann die Vorschaubilder, kann ich eine Breite festlegen. So, ich kann hier sagen, okay, benutze volle Fensterbreite als Voreinstellung und nicht die voreingestellte Breite. Ich kann hier schwarze Linien um die Seitenränder hinzufügen. Ich kann hier, wenn ich eine Diashow mache, Start-Stop-Knopf hinzufügen. Ich kann kleinere Navigations-Icons benutzen statt dem großen. Ich kann hier auch eine einseitige, also nur praktisch so, sagen wir, immer eine Seite, nicht zwei nebeneinander anzeigen lassen. Aber jetzt will ich erstmal euch das zeigen. Und zwar klicken wir jetzt hier auf Blätterkatalog erzeugen und wählen hier ein Verzeichnis aus, wo wir das speichern wollen. So, Ausgabeverzeichnis. Dann kann ich hier im Prinzip noch eine Bildauflösung wählen. Ich denke, fürs Internet ist 150 dpi ganz in Ordnung. Also je mehr Auflösung natürlich, umso mehr ist, so höher ist natürlich die Qualität des exportierten Bildes. So, aber eben auch so größer ist halt die, naja, der Speicher. Platzbedarf, damit auch die Ladezeit der ganzen Sache. Also doppelte Auflösung bedeutet im Prinzip vierfache Speicher, also vierfachen Speicherplatz, vierfache Ladezeit. Ich kann hier, weil das ja JPG-Dateien sind, kann ich einen Komprimierungsfaktor im Prinzip festlegen. Null ist im Prinzip praktisch so gut wie keine sichtbaren Verluste und halt aber die größte Datei und 100 wäre dann halt die kleinste Datei, aber halt dann wirklich deutlich sichtbare Komprimierungsverluste. Ich klicke jetzt mal einfach auf OK. Jetzt werden die einzelnen Seiten im Prinzip als Bild erzeugt. Hier oben sehe ich jetzt Seite 4 ist er jetzt zum Beispiel. Seite 5. Ich kann hier auch mal gucken, was er hier gerade macht. Er erzeugt also die Dateien. Er erzeugt hier im Prinzip immer ein Bild für die Seite und dann nochmal ein Bild mit abgeknickter Ecke. Und er erzeugt, hier hat er noch ein paar GIF-Dateien als Navigations-Icons und erzeugt halt hier diese HTML-Datei. Im Prinzip kann man die auch noch anpassen, nachbearbeiten. Man kann die im Prinzip im bestehenden HTML-Code einfügen. Man muss dann bloß darauf achten, dass halt hier die Bilder dann diese erzeugten JPG-Dateien dann im selben Verzeichnis liegen, natürlich wie die HTML-Datei. So, und man kann auch, was man auch machen kann, ist hier im
Programmverzeichnis. Da liegen hier Vorlagen, Dateien. Und zwar die Datei Flippages, Flippages 2 und 3. Die 2 ist dann, glaube ich, für eine, nur für die eine Seite, nicht zwei nebeneinander. Die 1 ist im Prinzip die Vorlage dafür, wenn dann zwei Katalogseiten im Prinzip sind. Hier sind dann eben so Platzhalter drin, wie jetzt hier der Zoom oder so. So, und jetzt können wir mal hier. Er hat das jetzt hier blockiert. So, jetzt klicke ich mal die Datei an. Ach, hier hat er jetzt Edge. Ich nehme normalerweise den Internet Explorer und nicht Edge. Ich tue jetzt mal hier. Jetzt hat er es im Internet Explorer gemacht. So, und jetzt kann ich im Prinzip hier erstmal die Seiten umblättern. Ich kann hier die Sache größer machen. Ich kann die Seiten vor und zurück und zum Ende und so weiter springen. So, das sieht jetzt eigentlich noch relativ einfach aus, also im Prinzip schlicht. Jetzt habe ich diese Funktion hier, die macht dann schon recht anspruchsvolle Blätterkataloge. Das ist im Prinzip mit der HTML5 Funktionalität. Ich habe jetzt hier im Prinzip die Möglichkeit, noch einen Seitentitel und eine Größe und eine Höhe und Breite. Ich lösche jetzt erstmal den vorher erzeugten Katalog und erzeuge nochmal hier einen HTML5 Katalog. Im Prinzip habe ich hier ein bestehendes Framework, im Prinzip kann man so sagen, benutze ich hier ein bestehendes Framework für die Erzeugung von dieses Katalogs, und zwar ist das hier in dem Ordner HTML5. Das sind hier verschiedene JavaScripte, und das ist im Prinzip hier so eine, ja, im Prinzip Open Source, so ein Open Source Framework im Grunde genommen. Und dort habe ich hier halt eine Vorlagendatei, das ist die hier, die Flippages 3 HTM, die dann im Prinzip die Sache anzeigt. So, wenn ich das nochmal, ich habe das erzeugt, jetzt muss ich es nochmal, öffne ich es nochmal im Internet Explorer. Hier habe ich im Prinzip jetzt hier die HTML-Datei, die erzeugt wurde, und ich habe jetzt hier verschiedene Unterordner. Hier sind die einzelnen Seiten im Prinzip erzeugt als Bilder. So, den Eckeneffekt, die Umblättereffekt macht das JavaScript. Hier habe ich die JavaScripte drin und das CSS, und das muss ich im Prinzip alles so hochladen. Den HTML-Code kann ich im Grunde genommen auch irgendwo einfügen, muss dann bloß halt gucken, dass ich, dass die Unterverzeichnisse dann eben auch existieren. So, und jetzt öffne ich mal die Sache mit dem Internet Explorer und habe jetzt hier halt, so eine Zoom-Funktionalität. Habe jetzt hier so einen Umblättereffekt. Und was man hier sieht, ist, ich habe jetzt natürlich ein Einstellungsproblem noch. Ich habe die Seitengröße hier nicht so ganz stimmig eingestellt. Und zwar sollte ich jetzt hier die Sache noch ein bisschen höher machen. Nochmal 350. So. Sollte ich im Prinzip, wenn ich ein A4 habe, eigentlich am besten auch das Seitenverhältnis so wählen, dass ich dann sage, okay, wenn es 500 breit ist, also 250 ist dann eine Seite breit, und dann im Prinzip ist das eigentlich
das Verhältnis 297 zu 210 sein, also wie A4. Da muss ich 353 einstellen, ich habe jetzt 350 mal so geschätzt, das müsste also ungefähr dann passen. Das heißt, ich sollte hier einfach sagen, Breite ist dann im Prinzip so breit, wie zwei Breiten sind. Und die Höhe sollte dann im Verhältnis zur Breite halt so ungefähr passen, wie das Papierformat, was ich im Prinzip für die einzelnen Seiten benutze. In dem Falle halt ist es A4 und da sollte ich halt ungefähr, sollte das halt so breit, sollte das ungefähr so vom Verhältnis Breite zu Höhe ungefähr stimmen. Jetzt öffne ich es nochmal im Internet Explorer. So, jetzt sieht die Sache schon ein bisschen freundlicher hier aus. So, ich kann im Prinzip jetzt hier die Seiten einzeln umblättern. Ich kann im Prinzip hier reinzoomen. So, ich kann hier auch umblättern. Hier ist nochmal die Zoom-Funktionalität. Ich kann auch hier im Prinzip die Seiten wählen. Man sieht hier schon, ist eigentlich immer noch ein bisschen klein. Ich sollte die Sache vielleicht einfach mal allgemein ein bisschen vergrößern, dass die Voreinstellung schon mal ein bisschen größer ist. Ich mache jetzt mal das Doppelte. Ich mache mal 1000 mal 700. Ich denke, dann kommt die Sache schon ein bisschen besser hin. Ich erzeuge es nochmal. So, genau, also. Und dann am Ende, wenn das alles erzeugt ist, brauche ich halt so ein FTP-Programm im Grunde, um das Ganze ins Internet zu übertragen. Ich nehme irgendwie aus Gewohnheit immer noch dieses alte Programm aus den 90er Jahren, was kostenlos ist, WSFTP. Also eigentlich ist es Blödsinn, aber es gibt hier noch diesen kostenlosen FileZilla zum Beispiel, mit dem man das machen kann. Und wir bieten ja auch noch diesen dieses EasyFTP hier an, was ich so, ja, ein bisschen auch diesen WSFTP nachempfunden habe. Und damit kann man dann im Prinzip die Datei natürlich ins Internet übertragen, wenn man jetzt irgendwie eine Internetseite hat. So, ich tue jetzt nochmal den erzeugten Katalog aufrufen. Internet Explorer. So. So, jetzt sind die Seiten halt per Voreinstellung schon mal eigentlich nur ganz gut in der Größe, sag ich mal. So, ich habe einen netten Umblättereffekt. Ich kann hier noch die Seiten vor und zurück machen. Ich habe hier die Möglichkeit. Ich kann richtig reinzoomen, so wie ich eben entsprechend, wie ich es halt in der Qualität, wo wie ich es eben auch erzeugt habe dann. Wenn ich 150 dpi habe, ist das halt jetzt hier die maximale Qualität. Wenn ich mehr habe, kann ich halt tiefer, sag ich mal, reinzoomen. Wenn ich weniger habe, dann nicht so tief. Genau, dann was noch ein so kleiner Hinweis ist, manchmal hat er hier so kleine Darstellungsfehlerchen. Manchmal ist es eben bei komplizierten Katalogen, dann ist es so komplizierte Farbschemata in der PDF-Datei hinterlegt oder sonstiges, was dann nicht ganz richtig angezeigt wird. In dem Fall bitte die Datei einfach mal zu mir senden, dass ich das Problem beheben kann. Ansonsten gibt es dann halt noch so einen kleinen Trick, und zwar, wenn ihr die Datei einfach mal zum Beispiel im Adobe Reader öffnet und dann einfach mal hier auf Datei drucken geht und dann einfach hier so einen PDF-Druckertreiber wählt und dann nochmal eine neue PDF-Datei druckt, dann und dann halt im unserem Programm öffnet, dann müsste es eigentlich dann auch so dargestellt werden, wie ihr es gerne möchtet. Ja, ich arbeite halt schon jetzt seit 2003 an dem PDF-Editor, natürlich immer verbessert, und die Darstellung ist auch jetzt für die allermeisten Dateien korrekt, aber es gibt halt immer wieder Dateien, wo es halt doch noch Probleme geben könnte. So, das nur mal so als Hinweis, falls da irgendwas mal auftritt, einfach die Datei am besten an mich schicken oder dann halt ja, diesen Trick machen mit dem nochmal ausdrucken im PDF, dann habt ihr das auch. Meistens ist es ja so, im Hauptprogramm PDF-Editor ist es nicht ganz so schlimm, wenn dann halt mal irgendwie eine kleine Darstellungsproblem ist, weil dann nach dem Speichern der Datei ist dann wieder alles in Ordnung.
sage ich mal. Aber hier gerade, wenn man so Blätterkataloge erzeugen will, dann sollte es halt wirklich hundertprozentig stimmen. Aber ich sage jetzt mal, in 95% der Fälle oder 99% der Fälle wird es auch sowieso stimmen. Aber ja, gut. Ich werde jetzt hier auch regelmäßig Videos von meinem Programm machen. Ihr könnt da auch den Kanal abonnieren, wenn euch das gefällt, wenn ihr immer so informiert sein wollt. Ich habe 200 Programme, also über 200 Programme auf meiner Webseite. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Video.